Hallo und herzlich willkommen, Leute, zum nächsten Part von Dead Space. So, jetzt muss ich noch kurz meinen Timer anschalten. So. Ah, wieder auf 15 Minuten getrimmt. Wenn ich darüber bin, ist nicht so schlimm. Wenn ich darunter bin, auch nicht so schlimm. Habe ich weniger zum Rendern und weniger zum Hochladen, beziehungsweise ist es denn nicht so lange zum Hochladen. Ah, oh, wo waren wir denn zuletzt gewesen? Erstmal gucken, wo bin ich jetzt überhaupt? Ich gehe einfach mal da lang. Schauen, wo mich dieser Weg hinführt. Was zur... Mich hat ein Rohr angerotzt. Ah! Rechts auch mal eine Höhe. Oh. Und hoch da. Yeah! Ja, sorry Leute, ich hab's mit dem Trinken in den Let's Plays, aber das ist mir eigentlich vollkommen wurscht. Nicht den Kopf verlieren, Kollege. Alles nicht so schlimm wie eine Kneipe ohne Bier. Oh, ist das bunt hier. Sieht aus wie im Frühling. Voll, hört ihr das? Und welche Grillen zirpen hier rum? Was zur Hölle? Und Lebewesen laufen hier rum wie in einem Zoo. Ist das nicht wow? Wow! Was machst du denn hier? Mach die Vermage! Bam! Home Run! Erstmal wir versuchen erstmal alle Beine durchzutrennen. Erstmal weiter. Und dieses Kackkind. Jetzt habe ich keine Munition mehr, wie es aussieht. Verdammte Scheiße! Das ist mir zu heftig. Ja, der Katastrophe dafür. Yeah. Muss ich das fallen gelassen haben. Geld ohne Ende. Und da rennt noch jeder rum. Oh, mein Freund. Also ich habe mich am Anfang des Let's Plays aufgeregt, dass bei Dead Space irgendwie alles gleich aussieht, aber mittlerweile muss ich mich meine Meinung ändern. Es gibt doch Gegner, die sehen eigentlich recht hübsch aus, also ungewöhnlich für Dead Space. Ich glaube nicht, dass man das noch oft sehen wird, also dass man als etwas grüner hat, sag ich mal. Aber es ist eine coole Sache. Gefällt mir. Far Cry im Weltraum. Haha. Oh, Mann, was krabbelt denn schon wieder rum? Ich mach einfach mal die Scheiße hier, was auch immer das. Hier hat noch ein Ding rum, wie ich gechattet hab. Egal, oh! Da müssen wir uns beeilen. Was ist das denn? Verstehe, ein Stinker. Anstatt er diese Gase freigesetzt. Ich auf den Fuße treten. Wow! Das war echt Zufall. Ach so, Ena. Aber wie hältst du aus? Beziehungsweise, wo rennst du hin? Als gibt's aufs Maul, Alter! So. Das wollte ich gerade nehmen, als hinter mir irgendwie so ein... mit ihr euch auftaucht oder an diese komische Musik abgespielt wurde und dann ich mir irgendwie wundert habe, hä, was das jetzt für eine Scheiße. Aber nun gut, lange Rede, kurzer Sinn, weiter geht's. Ey, komm. So. Und drin hier. Muss ich jetzt den dieser komischen Typen umbringen? Glaub's ja. Ne, da ist noch was drum, nicht da. Was ist das? Hast du mir auch gerne mit? Muni ist immer gut. Hier sehen. Oh, nicht so ein Freak. Schieß ihm mal in den Kopf.
Oh. Also ich schieße mal hier auf die Hüfte, bloß wenn ich bei dem auf die Hüfte schieße, kommen diese komischen kleinen Viecher raus gerannt, nervt. Yo. Okay, elegant gelöst, muss ich sagen. Das Dinger leben noch in seinem Magen weiter und er ist tot, nicht schlecht. Somit weiß ich auf den Kopf und auf die Beine schießen. Damit ich später auch die Probleme mit diesen Fettsäcken habe. Wo gehe ich jetzt wieder hin? Ich denke mal, ich gehe auf zu Etage 2. Immer geordnet fahrbar, Leute. Stimmt, und zwar ich. Ha, ha, ha. Na super. Ich, Isaac, mach das schon. Ach, lalalala. Ich muss hier rein. Oh! Ich hier trotzdem mal gucken, was passiert. Was ist hier? Ich weiß nicht, ob ich mal hinkommen sollte, aber ich nehme das einfach mal mit. Ich muss euch eigentlich mal allgemein. Ich habe verdammt viel. Was ist das eigentlich nochmal? Ah, Strahlenmunition. Ich hole mal das Impulsgewehr ein bisschen. Wo das Ding heißt. Okay, jetzt dürfte ich nicht mehr so viel Munition haben, aber es ist egal. Muss ich halt ein bisschen sparsamer umgehen damit. Muss ich beim nächsten Job ein bisschen was kaufen. Mal Munition. Das ist schon ein Stinker. Uah. Eis bis aufs Maul! Wow! Nein, ich will nur aufs Maul kloppen und zwar ungefähr so. Noch einer links und dann einer nochmal rechts und links und rechts. Den hau ich aufs Maul! Oh, und dann hat den Kopf verloren! Ah, verdammt! Wollte ich ein bisschen angeben, aber es hat nicht so ganz geklappt. Ja, Leute, sorry, falls ihr welche Kinder im Hintergrund hört. Ich wohne parterre und es ist verdammt nervig, mit kleinen Kindern hier im Haus zu leben. Glaubt mir. Ja, das kennt, weiß, wovon ich rede. Aber nun gut. Nach diesem Rückschlag weiß ich jetzt, was zu tun ist, diese fliegenden Viecher sofort eliminieren. Und ich weiß auch schon, weil sie so viel aushalten, mit was ich das mache. Mehr Stinker. Mann, stirb doch mal jetzt hier. Ah, es hat sich mein Bein geklammert. So. Problem erkannt, Gefahr gebannt. Haha. Coole Sache. Ich sehe nichts. Genau, das wollte ich haben. Den guten alten Blasmarker, da habe ich Munition irgendwo nur drin, Helfschuss, Schuss, ist nicht gerade viel. Aber muss reichen. Oh, ich hoffe, es kommt demnächst mal wieder ein Job, ey. Oh, was ist das? Ah, okay. Das nehme ich doch gerne mit Kusshand an. Was haben wir hier? Reaper Kling nehme ich auch gerne mit. Da ist was voll gebrochen. Entschuldigung. So, jetzt geht's bestimmt in den nächsten Raum. Ich wusste es doch. Also hatte ich meine Befürchtung nicht ganz unrecht, dass ich da nochmal rein muss. Oh, ein Speicherslot. Den nehmen wir doch gerne. So, ich wäre zwar ein Job lieber gewesen, aber speichern ist auch nicht schlecht. Ein geschenkt Maul guckt man ins Gaul, wa? Auf das Brett. Was zur... Was ist das denn? Was ist das? Er schreit ja noch. Also, okay, das war jetzt auch nicht schlecht. Ich habe einfach mal instinktiv auf dieses komische fette Teil auf seinen Arm geschossen, weil ich dachte, das gleiche wäre sein Schwachpunkt. Und es war Tatsache dem auch so. Er traut sie nicht rein. Kannst du unten bleiben, Kollege.
Kommt da passiert doch schon noch eine Scheiße hier, oder? Na? Ja, doch nicht. Hinter mir noch. Seid nicht. Puh. Da schwebt ein Bein. Oh Gott, ein Bein. Das ist ja bei Dead Space auch so selten zu sehen. Da fällt mir gerade ein. Isaac hat ja auch Beine. Oh Gott. So. Wie könnte man nochmal? Ach so, okay. Ich werde mal von Teil in diese komische Kiste fliegen. Ah, kann ich hier fliegen? Auf der Türchen. Und was war das gerade? Was zur... Halt Stille! Mann, ich tritt auf dich wie Kacke. Ach komm, leg mich doch wieder rein. Ich bin zu blöde, echt. Ich ignoriere einfach mal gekonnt. Wow. Ich weiß ja nicht, was die Erbauer dieser Station sich gedacht haben, aber einfach mal hier so einen spitzen Teil aufzustellen, das ist doch sicherlich gefährlich, oder? Ne, Moment mal. Jetzt bin ich gerade durcheinander. Wow, was macht ihr denn hier drinne? So. So, nee, anders läuft's. Das nehmen wir doch sehr gerne. Und jetzt müssen wir mal gucken, wo wir hin müssen. Ach, oh, das sehe ich schon, okay. Yippie-yay. Und was zur, was ist das schwer für eine Musik? Bestimmt wieder kleine Kinder oder was war? Ich wusste es doch. So. Ich hasse Kinder. So, jetzt jetzt lang. Ich meine, welche Waffe nehme ich jetzt? Ja, wo geht's auch lang? Das interessiert mich jetzt auch gerade mal. Prickelnd. Da oben? Ne, von wo? Von da oben bin ich reingekommen. Da mal gucken. Ach so, okay, na denn. Das wird der richtige Weg sein. Ja, ich wusste es doch. Ich würde mich lieber noch besser um, für was ist. Diese Pulver bestimmt noch gebrauchen, falls sie von irgendwelchen Viechern verfolgt werden. Oder falls ein Viech von mir auftaucht. Und dann mir auftaucht. Dass du ganz gechillt auf die Pulle schießen könnt, das Ding exploded ist. So, mein kleiner Computerfreund. Was ist in dieser Station nicht gefährlich, verdammte Scheiße? Das wollte ich mal gesagt haben. So, wie viele Minuten haben wir noch? Okay, nicht mehr viel. Ich will kurz diese Kacke erledigen, was noch zu erledigen ist, und dann werde ich mal kurz wieder ausmachen. Wow. Was für ein Sicherheitssystem. Es ist unknackbar. Nur Isaac weiß, wie es funktioniert und stirbt elendig. Ich verstehe. Ich will nach Bahnhof. Ich will da wieder rein. Aha. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob ich schuld war, als ich dieses Teil verschossen habe, aber ich glaube, ich war nicht schuld. Ich glaube, es ist einfach zufallsbedingt. Ja, auf hier. Wenn wir hier so stehen. In der Mitte, so zwischen beiden. Und ich werde trotzdem getroffen. Ich glaub's ja. Mal ist ja gut, dass sie... Was zur Hölle? Wieso? Oh, ich muss hier raus. Ah, ist mir kackegal gerade hier. Bin ich bloß weg von hier. Von diesem Irren. Oh, das hat... Richtig hier? Ha! Oh, nicht schlecht, aber ich schotze noch mal runter.
vielleicht habe ich was übersehen. So, gucken, was die Zeit jetzt sagt. Okay, im Minuten dürfte es, wenigen Sekunden dürfte es klingeln. Hoppala. Genau. Mann! Ich kann mich auf 1 konzentrieren. Auf Let's Play lässt sich mein Handy einstellen, geht schlecht. Oh Gott. Fail, Leute, fail. Muss ich mal 1-2er. Dürfte erstmal reichen. So. Und dafür bin ich runtergegangen, ja? Um jetzt noch ein paar Schläge einzukassieren. Verdammt! So, ich brauche Speicher. Dürfte eigentlich in wenigen Minuten kommen. Ja, schon Kaffee nehmen. Was zur Hölle? Hört ihr das auch? Und eine Olle, die was singt. Was ist hier los? Wo kommt die Musik her? Musik aus! Wow! Das ist ja wirklich schwer! Was zur Hölle? Was ist bitte 10 Tonnen schwer? Ich will verfickt nochmal speichern. Mehr will ich gar nicht. Oh Gott. Nehmen wir auch mal aus. Ah! Warte, du wiegst doch keine 10 Tonnen! Ich wollte, siehst du so aus, aber du wiegst doch keine 10 Tonnen, oder? Nein! Oh Gott. Bleib direkt von mir, ihr kleinen Dinger. Oh, Rainer. Ah! Mir ist aufgefallen, ich muss mich echt nicht mit jedem Gegner anlegen. So viel Munition habe ich auch nicht mehr. Was ist hier los? Achso, ja, diese Dampfkacke. Na, spritz eben mal ordentlich ab hier los. Ah! So voll die Fresse gesprüht, auch nicht schlecht. Wollen wir mal, jemand hier drin ist. Oh! Meine Werkbank! Hier habe ich noch Knoten? Ich hoffe doch. Oh, 4 Knoten, ich glaub's ja. Okay, Plasmi. Komm her, mein Freund. Oh, ich kann das machen. Das machen. Das machen und das machen. So hat jetzt mein Plasma-Cutter den vollsten Schaden, den er nur erreichen kann. Ist das nicht toll? Alter, wo ich bitte die 4. Ist es egal. Ich hab den Plasma-Cutter jetzt vollkommen aufgetunt. Ich muss ihn gleich mal testen, falls ich ein bisschen Munition habe. Habe ich leider nicht. Ich wusste es doch. Ich bin Energie oder sowas. Ja, meine letzte Energie bei. Jetzt muss aber langsam mal ein Shop kommen, echt. Wow, ein Raum mit nichts Besonderem. Gar nichts Besonderem, geil. Da wollte ich auch mal rein. Ich höre was rumkrabbeln, was ist das? Wir sind doch nicht einfach die kleinen Dinger da gefolgt, oder? Tipp wird jetzt auch noch. Ich habe von diesen kleinen Mini-Viechern gestalkt. Da wächst Fleisch an der Wand. Hm. Haxe! Oh, ein Textlock. So, das könnt ihr jetzt lesen, Leute. Ich lese das auch. Scroll das mal eben kurz runter. Alter, was tun denn alles? Okay, Leute, ich scroll jetzt kurz nach oben. Man sieht sich gleich, Leute. Ich lese auch noch kurz durch. Bis gleich. Ja. Sehr interessant. Daran erkennt man wieder, wie wichtig so eine Textdokumente sind. Okay, ich kann einfach mal kurz ignorieren. Noch eine Werkbank. Super. Ich kann keine Verwendung für so einen Scheiß jetzt gerade.
Mann, hör auf deine Dinger hier loszuschießen, du perverse Sau. Oh, jetzt stirb daran. War's das gut. Alter, ich überziehe hier gerade bis zum Mitte nicht mehr. Ha, ich hab keinen Knoten mehr, um diese scheiß Tür aufzumachen. Geil. Geil, nicht wahr, Leute? Ich brauche einen gottverdammten Shop. Ein Choppy Choppy Shop. Einen kleinen süßen Job. Ich brauche den so sehr. Hier gibt es wieder eine Scheiße, oder? Ja, ich weiß. Und dass du da eigentlich auch 10 Tonnen schwer sind, das hast du mir bereits auch schon gesagt. Ja, das interessiert mich gerade einen feuchten Bullshit. Ich will speichern. Ich will da rein. Ach, ich komme nicht rein. Wegen... Oh, nicht du schon wieder. Oh. Ich glaub's ja, Leute. Wow. Der hat mir umgestupst. Mann. Jetzt reicht's mal da hier. Ich muss hier weg. Ah! Ja, ich stehe nachladen, aber. Jetzt holt ihr da um stärksten Plasma-Katarin lebt, Alter. Jedoch. Oh, 10 Tonnen Kolossas, war's für dich, Kollege. Muss ich kurz zurückgehen und diesen verdammten Knoten einlösen, weil ich brauche wirklich jedes erdenkliche Hilfe brauche ich. Sowohl Energie als auch Munition und sonst im Watt. Ich muss sagen, Plasma-Kerl ist echt stark geworden. Obwohl ich mittlerweile auch weiß, wie man den Fetzer kalt kriegt, von daher. Aber wenn ich schon ein paar Schuss den Fetzer kalt kriege. Oh, auf der Brett, hoffentlich ist da Munition drin, ey, oder Energie oder irgendwie sowas. Oh, das nehme ich doch alles gerne, ohne nachzufragen. Oh, hör damit. War irgendwo Energie bei gewesen? Ja. Ein bisschen Plasma-Katamunition, auch nicht schlecht. Fehlt uns endlich. Was so? Bäh, warum ich spritze viel weg hier? Sehr ekelhaft. Ja, war mir noch der Knoten wert. Was hab ich da schon wieder halb... Oh, ich hab so viel Geld! Mit den Golddinger noch, ey. Ich brauche einen Shop, wie gesagt. Bleh. Entschuldigung. Und auf die Luke, so was haben wir da? Ach, jetzt ist ja die Quarantäne aufgehoben, jetzt kann man endlich rein. Oh, ich bin so ein Stinker. Den Schuss in den Plasma-Cutter. Munition? Nee. Ich will jetzt wissen, ich will gerne wissen, wie viel Munition jetzt der Plasma-Cutter aufnehmen kann. Und wieder rein in den Fahrstuhl. Okay, doki. Wird erledigt. Ebene 3 jetzt. Glaube ich. Oh Gott, dieser Part wird in die Länge gezogen. Ich glaube es. Ich würde bis 15 Minuten machen, Gott verdammt. Ah, ich denke ja, hier oben schon. Wo ist deine alte Beule still? Yes. Warte, schön runter? Ich muss ja verkackt eiern, oder? Ich glaube Etage 1 wieder. Also runter. Nee, das ist ein Spruch, glauben muss man das wissen. Das ist es in dem Fall auch. Das ist wieder mal die zweite Etage. Was habe ich in der zweiten Etage schon nicht erledigt? Habe ich nicht alle Stücke Dinger kalt gemacht? Was ist denn da lang? Was zur? Ey, du willst wieder verkackt eiern, oder?
runter? Hä? Jetzt noch tiefer? Nee. Tiefer als eben eins. Hä? Jetzt gerade den Bug aufgerufen? Moment mal. Komm. Was soll ich das jetzt machen? Achso, ich habe das Ganze dreimal gemacht. Ich glaube, jetzt müssen drei verschiedene Dinger eingeleitet werden. Nee. Hä? Was soll ich denn da jetzt machen? Ach! Ach, schau mal, den haben wir da unten rumgammelt. Jetzt aber. Und wieder in die Fahrstuhl nach oben. Naja, wie hoch jetzt wieder? Zweite Etage wieder? Ey, ist doch ein ewiges Hin und Her, Leute. Im Prinzip war ich schon hier unten. Im Prinzip hätte ich das auf jeden Fall schon erledigen können. Ich weiß nicht, warum mein Webpunkt immer so einen Krippelweg anzeigen muss. Oh, Knoten. Cool. Den nutzen wir auch gerne, wa? Was haben wir hier? Oh, eine Speicherstation. Gott gnädige dich. Sorry für die Überziehung, Leute. Ich hoffe, euch hat der Part trotzdem gefallen. Bis denn, Leute. Moment, speicher noch schnell. Ciao.